Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen, Mr. O, ich darf dich nicht verführen von Lauren Blakely. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So, jetzt bin ich erstmal gerade vor der Sonne geflüchtet, ich bin jetzt so weit vorgerutscht, wie es geht. Und deswegen habe ich jetzt auch hier einen gewissen Abstand nach hinten zu meinem Tisch. Ey, die Sonne ist heute so schlimm, das ist ganz schrecklich. Und wenn man dann so angestrahlt wird von der Seite, ist das ganz furchtbar. Ihr seht es ja hier bei Milo. Der hat sich in die Sonne gelegt, der genießt das Ganze, aber das ist eigentlich genau die Stelle, wo ich immer sitze. Na, ja, egal. Ja, mit der Sonne müssen wir halt leben. Es ist ja schön, wenn sie da ist, ne? Ich will mich ja gar nicht beschweren. Kommen wir aber mal wieder zurück zu dem Buch. Und wie gesagt, es geht heute um Mr. O von Lauren Blakely. Mr. O ist der zweite Teil zu Big Rock von Lauren Blakely. Im zweiten Teil geht es um die Schwester unseres Protagonisten vom ersten Teil, Spence. Und zwar geht es um Harper. Und Harper ist ein sehr, sehr unsicherer Mensch. Sie ist Magierin. Also sie tritt auf Kindergeburtstagen auf und macht halt ihre Magiershow. Und sie ist ein lebensfroher Mensch. Aber sie ist halt auch sehr, sehr unsicher. Und Harper hat mit dem besten Freund von Spencer, und zwar Nick, im vergangenen Sommer ihrem Bruder einen Streich gespielt. Und zwar haben sie so getan, als ob sie etwas miteinander hätten und haben sich halt vor den Augen von Spencer quasi, naja, angefummelt, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Was Spencer gar nicht lustig fand, die beiden aber sehr, sehr amüsiert hat, denn ihr Streich ist ihnen gelungen. Aber irgendwie ist seit dem Moment alles für den besten Freund von Spencer, für Nick, anders. Denn er sieht Harper nun mit anderen Augen und er kann nicht aufhören, an sie zu denken. Und Nick ist Comiczeichner und hat eine Serie gezeichnet, und zwar die Abenteuer des Mr. Orgasmus. Und dieser Comic ist so berühmt geworden, dass daraus schon eine Fernsehserie gemacht wurde und die läuft spät abends im Fernsehen. Und ja, Nick hat dadurch einen gewissen Berühmtheitsgrad erlangt. Und ja, Nick ist so ein cooler Nerd, also er hat Tattoos, er hat eine Brille, er hat so verwuscheltes Haar, wie man sich diese coolen Nerds halt auch immer vorstellt. Und ja, Nick hat halt auch noch nie eine feste Beziehung gehabt, er hatte bisher immer mal so ein paar Affären und One-Night-Stands. Und ja, Nick steht jetzt inzwischen auf Harper und er weiß inzwischen nicht mehr so richtig, wie er das noch vor ihr geheim halten soll, denn er traut sich ihr gegenüber nicht irgendwie mehr anzudeuten, da sie ja nun mal die kleine Schwester seines besten Freundes ist. Und ja, das alles ändert sich, als Harper Nick um Dating-Nachhilfe bittet. Denn Harper ist, wie gesagt, ein Mensch, der nach außen immer fröhlich wirkt und auch sehr selbstbewusst. Aber sie ist halt in ihrem Inneren immer noch so ein kleines, schüchternes Mädchen, was absolut nicht mit Männern umgehen kann. Und ja, da soll Nick jetzt ihr helfen, ihre Angst zu überwinden. Und ja, was dann mit den beiden alles passiert und was die Nachhilfe für Konsequenzen mit sich bringt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. So, und jetzt muss ich mal wieder den Akku wechseln. Moment. Fangen wir wie immer mit der Handlung an. Ich muss sagen, dass mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte die ganze Art und Weise der Geschichte. Ich mochte die Dynamik zwischen unseren beiden Hauptcharakteren, also zwischen Nick und Harper, einfach unglaublich. Und die Geschichte hat so viel Witz und so viel Charme und ich hatte so viel Spaß beim Lesen einfach mit der Geschichte. Die hat mich sehr, sehr gut unterhalten und wie gesagt, die Handlung ist nicht so vor sich hingeplätschert, die war nicht langweilig. Die Handlung hat ein gutes Tempo gehabt und man ist sehr, sehr gut durch die Geschichte gekommen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte die ganze Art und Weise, wie die Geschichte abgehandelt wurde. Ich mochte die Plot-Twists in der Geschichte und ich fand auch das Drama, was zum Ende hin natürlich irgendwie immer noch kommen muss, auch richtig gut, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also von der Handlung kann ich ja sagen, habe mir Mr. O wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte es sehr. Was die Charaktere betraf, hatte ich ja eben schon gesagt, dass mir die Dynamik zwischen Nick und Harper sehr, sehr gut gefallen hat. Die beiden haben so eine ganz spezielle Art, miteinander umzugehen. Also sie necken sich immer. Also die beiden necken sich immer, aber sie flirten gleichzeitig auch irgendwie noch miteinander. Aber ohne, dass Harper das bewusst auch wahrnimmt. Denn wie gesagt, sie kann mit Männern eigentlich so gar nicht umgehen, aber da sie Nick halt schon von klein auf kennt, ist das halt irgendwie immer noch was anderes und sie kann mit ihm besser umgehen. Und ja, ich mochte die ganze Art und Weise, wie gesagt, und die Dynamik zwischen den beiden. Das war einfach so eine tolle, lockere Atmosphäre und ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass Mr. O wieder aus der Sichtweise von ihm geschrieben wurde, genau wie Big Rock auch schon. Also man liest immer aus der Sicht der Männer, man kann, aber, das war bei Big Rock auch schon, man kann genau fühlen, was die Frau in dem Moment fühlt, wenn die sich so gegenüberstehen. Und man denkt sich dann immer so, oh Mann, du hast gerade voll das Brett vorm Kopf. Kerle, warum denkt ihr jetzt schon wieder so? Und man kann sich dadurch wirklich sehr, sehr gut in die Frauen hineinversetzen. Also ich konnte das im ersten Teil bei Charlotte schon, ich konnte das jetzt hier im zweiten bei Harper auch wieder. Und
Ja, also von den Charakteren kann ich auch nur sagen, dass mir Mr. O wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Die Nebencharaktere aus dem ersten Teil kommen hier natürlich auch wieder mit drin vor. Wir haben ja die Familie von Harper natürlich, die auch wieder mit eine gewisse Rolle spielt. Wir haben Charlotte und Spencer wieder mit in der Geschichte, die wir natürlich aus dem ersten Teil schon kennen. Und ich muss sagen, dass mir die Nebencharaktere wie zum Beispiel Nicks Zwillingsbruder oder die Schwester von Charlotte auch sehr, sehr gut gefallen haben. Also ich mochte die Charaktere einfach sehr, sie haben mich sehr, sehr gut unterhalten und ja, was die Geschichte betrifft, nicht enttäuscht. Vom Setting her befinden wir uns wieder in New York und wie ihr wisst, ich liebe New York als Setting und es war einfach toll, wieder in diese Stadt abzutauchen und ich fand die Art und Weise, wie Lauren Blakely diese Stadt gezeigt hat, sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also vom Setting her kann ich mich auch nicht beschweren, fand ich richtig gut. Also zum Setting kann ich auch nur sagen, top! Hat mir richtig gut gefallen, aber ich mochte das im ersten Teil auch schon. Und ja, was den Schreibstil von Lauren Blakely betrifft, kann ich auch nur sagen, dass der mir richtig gut gefallen hat. Sie hat so eine lockere, leichte Art, die Geschichte zu erzählen. Sie hat einen sehr humorvollen Schreibstil. Sie schreibt romantisch. Sie schreibt natürlich auch sehr, sehr sexy und sehr erotisch. Und ja, das fand ich auch richtig gut. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass Mr. O ein kompletter erotischer Liebesroman ist. Also wir haben hier keinen Adult oder sowas, sondern es ist richtig Erotik. Das heißt, es sind die ganze Zeit sexuelle Anspielungen in diesem Buch. Es geht dann natürlich auch ordentlich zur Sache in diesem Buch. Wir haben hier jetzt nicht nur ein, zwei Liebesszenen, wie jetzt bei einem New Adult Roman, sondern mehrere. Und man hat natürlich auch immer die Gedanken des Mannes, die da immer noch eine gewisse Rolle mitspielen, die sexueller Herkunft sind. Zum Beispiel, wenn er ihr die ganze Zeit auf dem Arsch starrt oder ihre Brüste toll findet oder was auch immer. Damit muss man bei solchen erotischen Liebesromanen einfach leben. Mich hat es jetzt nicht gestört, da die Geschichte hier immer noch im Vordergrund steht und immer noch vordergründig die Rolle spielt und jetzt hier nicht wie bei Crossfires nur ums, naja, ihr wisst schon, geht. Also ja, man sollte sich aber bewusst sein, dass Mr. O halt ein richtiger erotischer Liebesroman ist und kein New Adult. Aber ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, hat man auch sehr viel Spaß mit der Geschichte. Und ja, also ich kann euch Mr. O, was das betrifft, nur empfehlen, wenn ihr Bock auf erotische Liebesgeschichten habt, die humorvoll sind, die sexy sind, die romantisch sind, die liebevoll erzählt sind, dann solltet ihr euch dieses Buch auf jeden Fall anschauen. Ich kann es euch nur empfehlen. Wie gesagt, ich mochte den ersten Teil Big Rock auch schon sehr, obwohl mir Mr. O von der Handlung her noch ein bisschen besser gefallen hat, aber das lag einfach an dieser beste Freund verliebt sich in kleine Schwester-Thematik, die ich einfach von Haus aus sehr mag. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen, außer lest Mr. O, es ist cool, es ist toll, es ist ein erotischer Liebesroman. Wer sowas mag, schaut es euch auf jeden Fall an. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Mr. O. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.